Ja, hallo, guten Morgen, mitten in der Nacht zum zweiten Vortrag des Kongresses dann, oder zweiten Vortragsslot. Ich wollte heute ein bisschen was erzählen über, was man immer so hört im Rahmen zum Beispiel dieser ganzen Telefonüberwachungsgeschichte. Da wird dann immer gesagt, ja, die ärztliche Schweigepflicht und da muss ja ein privates oder ein vertrauliches Patientenverhältnis sein. Hat das eigentlich überhaupt noch eine Relevanz, habe ich mich da mal gefragt, auch aus sozusagen aktuellem Anlass, weil ich da ein paar Erfahrungen gemacht habe. Und was da alles so passiert, wollte ich mal alles darstellen. Und da sind Informatiker an der Vorderfront bei der Thematik, weil natürlich auch hier alles wieder über IT läuft. Und die Art, wie man IT implementiert und was man damit tun kann, das kann mitunter zum Problem werden. Naja, aber bevor wir da eigentlich einsteigen, wäre es eigentlich mal vielleicht ganz gut zu definieren, was meinen wir eigentlich, wenn wir von einer ärztlichen Schweigepflicht reden. Ne? Das hat nämlich diverse Ausprägungen. Dann würde ich gerne ein bisschen beschreiben, aus welcher Richtung das Ganze wissentlich, willentlich oder halt ne, mehr oder minder kollateralschadenmäßig attackiert wird. Und da fokussiere ich mich jetzt auf drei Einzelaspekte. Was im Bereich Data Mining teilweise passiert, beziehungsweise einfach nur infrastrukturell sozusagen passiert und dazu führt, dass das natürlich unter Druck kommt. Das Thema Krankenkassen und Krankenversicherungen, das ist nämlich nicht notwendigerweise komplett dasselbe. Und dann eben dieser aktuelle Anlass, die betriebswirtschaftliche Seite. Da gibt es nämlich wie überall Outsourcing und irgendwelche Dienstleister. Und als letzten Punkt, das ist das, was nicht nur am Horizont steht, sondern was wir eigentlich jetzt gerade so erleben, das ist die sogenannte personalisierte Medizin. Das basiert so auf euren ganz privaten Genomen. Und das wird nochmal eine ganz besondere Herausforderung werden, nämlich sozusagen hier bei all dem, was wir derzeit sehen, ja, es einmal nur um so Fakten geht, wie wart ihr beim Arzt, ne? Und physiologische Ausprägungen, also konkrete Erkrankungen oder vielleicht auch chronische Erkrankungen, aber wirklich, was sozusagen gerade mehr oder minder akut auftritt, wird bei der personalisierten Medizin es eben auch um Genomdaten gehen und damit eben auch um zukünftige potenzielle Entwicklungen mit all den Problemen, die natürlich bei statistischen Aussagen so drinstecken. Dieser Teil hier wird jetzt für mich ein bisschen schwierig, weil da wird viel Juristerei dabei sein. Das heißt, es wird sehr textlastig. Gewöhnlich habe ich immer Vorträge mit vielen Formeln. Die sind leicht darzustellen. Da kann man dann lange drüber reden. Das ist sehr kompakt. Diese Gesetzestexte und Vorschriften, die neigen dazu, irgendwie sehr länglich zu sein, finde ich. Also erschreckt mich. Ich habe die Folien jetzt immer vollgepackt mit den jeweiligen Texten, aber ich versuche mal, die Essenz jeweils zu extrahieren, wenn ich drüber rede. Gut, also worum geht es eigentlich? Ne? Jeder hat schon mal gehört, den Eid des Hippokrates. Ne? Hat auch einen Satz oder eine Anleitung, dass man nämlich bei der Behandlung, ne, was man sieht von Menschen und hört, auf jeden Fall verschweigen wird. Und jetzt könnte man das geradezu als wahrscheinlich sozusagen die erste Datenschutzvorschrift der Menschheit sehen, diesen Eid des Hippokrates, weil ne, darüber will ich nicht reden. Da gehören natürlich noch andere Dinge zu, dass man hilft, dass man übrigens auch keine Schwangerschaftsabbrüche durchführt, könnte alles bei dieser fast unbekannten Webseite nachlesen. Auf jeden Fall kam da schon irgendwie, selbst dort, irgendwo 2500 Jahre her, irgendwie der Gedanke auf, es ist irgendwie wichtig, dass der Arzt, der Patient irgendwie miteinander reden können und dass das, was der Arzt erfährt, auch sensitiv ist. Ne? Was natürlich in so einem kleinen Stadtstaat wie Athen und so weiter, diese ganzen griechischen Städte wahrscheinlich umso schlimmer war, weil jeder jeden kannte. Und da musste nicht jeder unbedingt immer wissen, was der andere so hat. Ne? Das Ganze hat aber auch eine moderne Ausprägung. Ach so, ganz kurz noch. Interessanterweise wird der zwar gesprochen, aber da wird ein Arzt nicht drauf eingeschworen oder so. Ne? Das ist sozusagen ja, so eine Art Standesgefühl, dass man sich gefälligst dran zu halten hat. Aber naja, es ist eben nicht, wie man glaubt, dass die da alle stehen und ich schwöre sagen. Ne? Aber auf der anderen Seite hat sich halt schon sehr früh, also letzten Jahrhunderts, der Weltärztebund zusammengetan und hat gesagt, naja, also unter anderem, ich werde mir alle anvertrauten Geheimnisse auch über den Tod hinaus bewahren. Und das über den Tod hinaus ist natürlich auch nochmal wichtig, wenn ich jetzt schon wieder an die personalisierte Medizin denke, denn selbst wenn jemand mal stirbt, hat natürlich seine Kenntnis seines genomischen Hintergrundes natürlich immer noch Auswirkungen auf seine Kinder. Ja.
Na gut, also da gibt es sozusagen eine Selbstverpflichtung, auch aus modernen Zeiten. Und im Strafgesetzbuch gibt es sogar extra eine Vorschrift für sowas. Ja. Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, das ihm als Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehöriger eines anderen Heilberufes, weiß nicht, Hebammen oder so, ne, anvertraut worden oder sonst wie bekannt geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Also, wer als Arzt fremde Geheimnisse einfach so ausplaudert, die ihm als Arzt und nicht als Karl Müller mitgeteilt wurden, der hat ein Problem. Jetzt kommt es ganz schlimm, ne? Also diesen Text lese ich jetzt garantiert nicht vor, aber das ist aus der Musterberufsordnung, die wird immer in jeweiligen Bundesländern einzeln wohl verabschiedet, für Ärztinnen und Ärzte. Ärztinnen und Ärzte, das ist auch sehr kompliziert zu lesen, naja, also man soll das eben alles nicht weitererzählen. Sie sind allerdings befugt, das seht ihr in 2, befugt, soweit sie von der Schweigepflicht entbunden worden sind. Also wenn ich ihm sage, du bist entbunden, ja, dann darf er natürlich darüber reden. Oder zum Schutze eines höherwertigen Rechtsguts. Und das ist jetzt natürlich die Frage, was ist ein höherwertiges Rechtsgut? Das ist zu bewerten. Ja? Also hier kommt eine Bewertungsfrage rein. Was ist ein höherwertiges Rechtsgut als die Kenntnis meines Krankheitszustands? Ja. Und das bedeutet natürlich, da, ne, ich meine, ein absolutes Schutzrecht kann es nicht geben, da werde ich auch gleich drauf kommen, warum das Sinn macht, es ein bisschen einzuschränken. Es ist halt immer wie eine Frage von Austarierung. Ne? Interessant noch 4, also wenn mehrere Ärzte untereinander arbeiten, dann gibt es dann natürlich auch die Notwendigkeit, mal was auszutauschen. Und man kann das eben auch mal annehmen, dass es vorliegt. Okay, aber das macht ja auch noch Sinn, weil wenn ich bewusstlos irgendwo im Krankenhaus liege, kann ich vielleicht nicht mehr einwilligen. Aber auch hier in der Berufsordnung für Ärztinnen und Ärzte ist das aufgenommen. Dasselbe gilt auch für Zahnärzte. Ja, der Zahnarzt hat die Pflicht, über alles, was ihm in seiner Eigenschaft blablabla, gegenüber Dritten Verschwiegenheit zu wahren. Er ist allerdings befugt, ne, also wenn er wieder entbunden worden ist, oder eines höheren Rechtsgutes. Wo steht es? Eines höheren Rechtsgutes erforderlich ist. Also auch hier gibt es wieder, selbst auch bei Zahnärzten, natürlich die Abwägung. Gut, das sind sozusagen so die Rahmenbedingungen. Eigentlich, ne, nach Abwägung diverser Rechtsgüter können Ärzte sogar eventuell was sagen. Aber eigentlich sollten sie es nicht so unbedingt ganz freihändig tun. Jetzt gibt es mehrere Entwicklungen, die dazu führen, erstmal infrastrukturell sozusagen eine Anführungszeichen Gefahr darzustellen. Das ist unter anderem die ICD-10, das ist die International Classification of Diseases, die ist von der Weltgesundheitsorganisation erstellt worden und ist so eine Art Systematik von Diagnosen. Also da geht es nur um die Diagnose von Krankheiten, nicht um die Therapie. Und die werden jetzt eben in Kategorien eingeordnet, ja, also kardiovaskuläre Erkrankungen des Kopfes, Erkrankungen des Nervensystems. Und das ist natürlich von Profis entwickelt und natürlich auch ein bisschen durch die Praxis gefärbt und macht auch Sinn, hat allerdings natürlich ein paar Probleme, weil es gibt so mehrere Klassen, die sind halt schon interessant, also Threat of Job Loss, ne? Da wird also in die Krankenkartei und diese Codes werden also benutzt, um die Diagnose abzukürzen, auch in Deutschland. Threat of Job Loss, jetzt würde man natürlich sagen, ja gut, ne? Das hat jetzt wenig mit, also es ist keine Diagnose in der Form, aber es ist natürlich jetzt, wenn man mal so Richtung psychische Erkrankungen und so denkt, natürlich schon vielleicht eine wichtige Information, insbesondere könnte es ein Gefahrenmerkmal, ich sag mal, für Suizid sein. Also das da reinzuschreiben macht noch Sinn, aber die Gefahr ist eben, dass man es leicht jetzt auch auswerten kann, weil man braucht jetzt nicht mehr, ne, das alte Modell des Stahlaktenschrankes, sondern das wird ja im Computer hinterlegt und da mache ich einen Grep auf Z56.2 und dann weiß ich, wer gerade Angst vor Arbeitslosigkeit hat. Ne? Discord with Boss and Workmates. Das ist natürlich... Jetzt geht es dann so langsam in die Richtung Aufrührer. Ne? Discord with Neighbors, Lodgers and Landlord. Habe ich gerade, also Landlord. Ne?
was hoffentlich keiner von euch kennt, ist Imprisonment and Other, also Gefängnis, or Conviction in Civil and Criminal Proceedings. Aber auch das hat natürlich eine Auswirkung. Ne? Ich meine, wenn man halt da so sitzt, hat das, glaube ich, echte Auswirkungen auf die Stimmung. Macht Sinn, aber the best of intent der Leute, die das normiert haben, hat trotzdem dazu geführt, dass man es leicht auswerten kann, wer zum Beispiel mal vorbestraft ist. Und das steht jetzt in der Krankenakte. Kann in der Krankenakte stehen, ne? Zumindestens. Und dann sind wir natürlich noch bei einer Sache hier rechts. Ne? Transsexualität, Transvestie, Fetischismus, Sadomasochismus sind auch ja, Merkmale. Ich will es jetzt nicht Krankheitsmerkmale nennen. Ich glaube, nicht alle würden das auch unterschreiben, die diese Regel, dieses Regelwerk erfunden haben, dass es Krankheiten sind. Aber es ist natürlich auch eine wichtige Sache, weil das ist nicht notwendigerweise eine moralische Bewertung, aber das kann halt sein, dass jemand unter der gesellschaftlichen Form, in der er da lebt, halt unter seiner Neigung leidet. Und das hat natürlich wieder Auswirkungen auf seine Gesundheit. Also das zu vermerken, okay, ne, es ist ein bisschen am Rande dessen, aber das kann natürlich immer noch auf dem Hintergrund der besten Absichten passiert worden sein, diese Kategorisierung zu entwickeln. Aber jetzt haben wir halt ein echtes Problem, ne? Denn spätestens mit diesem F64.0 kommt man natürlich dann in Bereiche, die ja, ne, auch eine moralische vielleicht Rolle oder Auswertung zumindest zulassen würden. Also wir haben natürlich hier wieder ja, dieses Datenbank-Tabellen denken, ich kann das irgendwie alles in eine Kategorie einsortieren oder Schnittmengen bilden. Und das macht die Auswertung natürlich jetzt sehr einfach aller möglichen Diagnosen. Und dann sehen wir noch eine Sache, Normierung, ne, wie immer. Wenn wir irgendwie was skalieren wollen, kommt die IT ins Spiel. Und es gibt natürlich auch hier Standards, zum Beispiel der Verband der deutschen Dentalsoftwareunternehmen. Ich wusste nicht, dass es das gibt, bis ich diesen Vortrag vorbereitet habe. Aber warum auch nicht, ne? Macht Sinn. Die haben also eine Schnittstelle oder einen Standard definiert für einen Datenaustausch. Macht ja Sinn, muss man tun. Ne? Gut, dann gibt es PAD, Privatabrechnung auf Diskette. Naja, das ist aus den 80ern. Ne? Und für die unter euch, die so alt sind wie ich, damals waren Disketten sogar teuer. Ne? Wahrscheinlich sind die mit FedEx geschickt worden oder so, weil die so teuer waren und auf Unterschrift und nicht wegen ihres Inhalts, sondern wegen ihres Preises. Aber interessanterweise 2011 behauptet Wikipedia, wurde der Großteil der Abrechnungsdaten immer noch auf Diskette verschickt. Wir kriegen die Bestätigung aus dem Publikum, das ist tatsächlich so. Ich möchte jetzt nicht fragen, wie die verschickt werden. Ich hoffe nicht mit der Deutschen Bundespost, einfach so, sondern zumindest irgendwie mit Unterschrift und irgendwie. Bitte? Persönlich vorbeigebracht. Gut, das ist natürlich in Ordnung. Aber auch hier ist die moderne Zeit erkannt worden. Ne? Wir sind jetzt bei XML und wie wir alle wissen, XML ist total toll. Überall, wo XML draufsteht, kann man ein neues Softwareprojekt ausrollen. Also super. Na gut, aber nichtsdestotrotz, ich meine, das macht Sinn, ja, weil das zu standardisieren, das eröffnet natürlich jetzt auch vielen Unternehmen die Möglichkeiten, also zusammenzuarbeiten und das Ganze ist natürlich jetzt auch erstmal nur für die Richtung der Privatabrechnung. Ja, dann gibt es noch die Krankenkassen, da war mal in den Datenspuren, da will ich jetzt gar nicht drüber reden, in Datenspuren vor 3 oder 4 Ausgaben, meine ich, war ein ganz interessanter Artikel über die Probleme der IT- und Abrechnungsgeschichten in der gesetzlichen Krankenversicherung, das will ich jetzt hier nicht wiederholen. Da hat man aber auch nur die Hände über den Kopf geschlagen. Über die technische Validität und so möchte ich jetzt hier gar nicht reden. Ich habe vergessen, eine von den beiden, da kommt man auch nicht ran, außer man ist in diesem Verband Mitglied. Und bei dem anderen habe ich es mir schlicht und ergreifend nicht angeschaut. Die Sache ist nur einfach, es gibt halt irgendwie Datenaustausch, der ist normiert, wird also offenbar, es gibt zumindest, kann man daraus entnehmen, einen Zwang oder ein Interesse daran, Daten auszutauschen, klar. Und naja, da passiert dann vielleicht auch hin und wieder was. Wir wissen ja alle um die Zuverlässigkeit von Implementierungen bei Kommunikationsvorgängen. Gut, jetzt haben wir also einfach auszuwertbare Daten, ne? Das sind diese Klassifikationen, die zumindest im Rahmen der Diagnose erscheinen. Ich werde gleich noch bei dem Thema Therapie was sagen, was mir aufgefallen ist oder gesagt wurde auf Nachfrage. Und wir haben natürlich irgendwo eine Datenstruktur, weil wir können das ja hier irgendwie nachfragen und lernen, wie wir das denn dann auch abgreifen. Gut, und das ist nämlich jetzt ganz spannend.
Datenschutz gilt ja sowieso grundsätzlich in Deutschland, meiner Meinung nach offiziell, weil hier wird gelacht. Meiner Meinung nach natürlich nicht stark genug, ne? Das ist auch klar. Aber da sind halt viele Interessen, die versuchen, einen Pseudokonsens zu erzeugen. Interessanterweise gibt es aber jetzt eben noch weitere Datenschutzvorschriften als im Bundesdatenschutzgesetz. Und zwar insbesondere in den Sozialgesetzbüchern. Und es gibt ein sogenanntes Sozialgeheimnis, das wird hier erstmal im Paragraph 35 des ersten Buch Sozialgesetzbuch definiert, ne, faktisch, ne, dass nämlich jeder hat den Anspruch, dass ihn die betreffenden Sozialdaten, die werden dann woanders wiederum aufgeführt, von den Leistungsträgern nicht unbefugt erhoben, verarbeitet und so weiter werden. Leistungsträger, ne, sind natürlich jetzt die Krankenkassen, eventuell die privaten Krankenversicherungen, aber hier steht jetzt erstmal nichts von den Leistungserbringern, weil das sind nämlich die Ärzte. Ne. Im Sozialgesetzbuch 10 gibt es dann noch weitere Begriffsbestimmungen. Also insbesondere das Thema Anonymisierung und Pseudonymisierung ist das, was man wohl im Kopf hatte, als man sich Gedanken gemacht hat, was der Datenschutz im medizinischen und im Sozialbereich so angeht. Und da gibt es halt die üblichen Vorgänge oder die üblichen Ideen zum Anonymisieren. Ja, das ist definiert jetzt per Gesetz. Also der Begriff ist halt dadurch bestimmt, dass es unverhältnismäßig großer Aufwand an Zeitkosten, Arbeitskraft bedarf, um eben eine bestimmte Person zu identifizieren. Eine natürliche Person, okay. Blöd ist, wenn wir jetzt schon von Familien reden, ja, dann ist es, trifft das ja gerade gar nicht zu, weil es ja schon mehrere Personen sind. Also wenn ich jetzt ganz aufs Komma genau schaue, geht es hier schon los. Und was ist ein unverhältnismäßig großer Aufwand? Ja, also ich meine, wenn ich jetzt von euch nur wissen will, ob ihr alle Schnupfen habt oder nicht, ist das sicherlich nicht so interessant, wie halt zu wissen, ob, ich zeige mir extra im Lernstuhl, ob du eine böse Erbkrankheit hast, die dazu führen wird, dass du mit 36 versterben wirst. Und dann ist natürlich auch dieses unverhältnismäßig hohe Aufwand wieder eine Abwägung. Und Pseudonymisierung ist natürlich noch interessanter. Da werden halt Identifikationsmerkmale so wegretuschiert oder weggelassen, dass man das erschwert, die Bestimmung des Betroffenen. Und was auch immer erschweren heißt. Wenn ich einen Rott 13 auf seinen Nachnamen mache, ist das wahrscheinlich auch erstmal erschwert für zumindest den Normalbürger. Ne? Gut, aber man hat das halt definiert, das ist auch angegeben und eigentlich wird es dann halt auch halbwegs sinnvoll durchgeführt. Das Problem ist halt, dass diese Ideen von Anonymisierung und Pseudonymisierung nicht unbedingt besonders gut funktionieren. Wer sich an die Geschichte mit Netflix erinnert, wo die Reidentifizierung von Netflix-Kunden in den USA, gibt es ein schickes Paper und danach nochmal 20 Dutzend Paper, die das noch auf andere Datenmengen ausgeweitet haben. Es gibt also ungefähr ein Reidentifizierungsrisiko in den USA jetzt auf den Merkmalen Geschlecht, Alterskohorte plus minus ein paar Jahre, 5 oder so, Postleitzahlenbezirk von über 80%. Also wenn ich die 3 Datenpunkte habe, ne, weiß ich zu 80%, wer es ist. Gilt für die USA, die haben natürlich ein anderes Postleitzahlensystem, aber das Anonymisieren und Pseudonymisieren ist sicherlich eine gute Idee, aber sicherlich auch noch nicht die perfekte Antwort. Spannend wird es dann bei der Datenspeicherung Nutzung. Da heißt es nämlich dann, dass zum Beispiel die Planung im Sozialleistungsbereich ein valider Grund ist, eine Rechtfertigung, warum man eben die Daten auswertet. Und was auch immer jetzt Planung im Sozialleistungsbereich genau heißt. Sie sind allerdings, die Sozialdaten sind zu anonymisieren, das ist das Zweite, was ich rausgestrichen habe, sobald dies nach dem Forschungs- und Planungszweck möglich ist. Okay, also solange ihr dieselbe Frage beantworten könnt, mit einer pseudonymisierten Datenbank oder so, müsst ihr das tun, steht da. Ne? Und, aber dann gibt es unten natürlich wieder den Ausweg, sie dürfen nur mit den Einzelangaben zusammengeführt werden, soweit der Forschungs- und Planungszweck dies erfordert. Und mir ist es mal passiert, hier ist ein kleines Döneken, sozusagen ein Use Case. Ich habe mal irgendwann, bin immer noch gesetzlich krankenversichert, habe irgendwann mal einen Flyer bekommen. Da habe ich mich gewundert, weil da wurde mir was empfohlen. Ich soll doch mal da und da dran teilnehmen. Und dann habe ich bei meiner Krankenkasse nachgefragt. Und dann wurde mir also telefonisch, ich habe das nie schriftlich bekommen, wurde mir telefonisch mitgeteilt, naja, ich hätte ja da diese Medikamente bekommen. Ja, stimmt. Ich hatte zwei Jahre hintereinander Pech, ne, habe immer eine böse Grippe im Winter gehabt.
was dann eine ganz schlimme Diskussion ist, Ärzte zu überzeugen, dass ein Antibiotikum eine bessere Idee ist als Globuli und Homöopathie, Quatsch. Aber gut, man kriegt dann seine Antibiotika, nachdem man genug auf den Putz gehauen hat, und dann war es auch weg. Und dann habe ich gefragt, aha, das heißt, sie haben also irgendwie gespeichert, welche Rezepte da sind. Ne? Und das ist jetzt eben der Gegenteil zu diesen ICD-Dingern, wo es um die Diagnose ging. Offenbar werden eben auch die Daten der Therapien irgendwie genutzt, ne? Weil die Rezepte sind ja ganz offenbar Therapiedaten. Und da ging es halt um ein Programm für die zur Prophylaxe. Und ob das jetzt unbedingt unter Planung oder Forschung im Sozialleistungsbereich gehört, weiß ich nicht genau. Die Dame war, glaube ich, mit der ich telefoniert habe, besten Wissens aktiv in der Geschichte. Und hat mir dann gesagt, ich habe dann gesagt, ich möchte gerne die Daten wissen, die Sie da haben über mich. Ja, ich kann Ihnen, was soll ich denn jetzt machen? Ja, geben Sie mir, sagen Sie mir, welche Daten Sie haben. Ja, ich kann Ihnen hier ein Bildschirmfoto von meiner Maske machen. Ja, das ist aber vielleicht nicht unbedingt das, was Sie dahinter liegen haben, weil Sie, da steht ja nicht, welche Medikamente ich bekommen habe, oder? Nee, das steht hier nicht. Ja, gut, und so weiter. Also, dann habe ich nochmal nachgefragt, Informationsfreiheitsgesetz, bla bla bla. Da haben wir natürlich auch keine Antwort bekommen, also zumindest keine richtige. Insbesondere hat man mich halt nur im Wesentlichen hier auf das Sozialgesetzbuch 10 verwiesen. Eigentlich sehr unschön. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auf der anderen Seite sagen, dass das auch ein paar schon durchaus vernünftige Anwendungen gibt. Das mit der Prophylaxe mag sein, aber wie alle statistischen Modelle können die halt auch schief gehen. Aber das häufigste Einsatzgebiet tatsächlich von dem Data Mining im gesetzlichen Krankenversicherungsbereich ist Abrechnungsbetrug. Weil natürlich auch die Schweigepflicht, das wissen wir natürlich auch, überall wo Intransparenz herrscht, ne, da kommen irgendwie die Geier an und versuchen sich an den Trögen zu bereichern. Da gibt es ja immer wieder mal Fälle im Bereich, die man auch in Medien verfolgen kann, die mögen aufgebauscht sein. Jedenfalls scheint es so zu sein, weil die meisten Krankenkassen offenbar mit dem Argument angelockt werden von IT-Dienstleistern, den Abrechnungsbetrug irgendwie anzugehen. Finde ich jetzt okay. Und genau an dem Punkt haben wir also auch ein Problem. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, haben wir ein Problem mit der Hackerethik. Ne? Weil da heißt es ja, private Daten schützen, öffentliche Daten nutzen. Das sind jetzt irgendwo natürlich, also es sind private Daten, aber es sind natürlich auch insofern öffentliche Daten, als dass es in ihrer Gesamtheit sie eben auch die Gemeinschaft der Beitragszahler, wie das dann immer so heißt, natürlich auch schützen können, ne? Davon, dass sie von Ärzten schlicht und ergreifend beklaut werden oder betrogen werden. Und das ist halt so ein Dual-Use-Ding wieder, ne? Also genau wie bei den Waffen und all diesen schönen Friedensklauseln, die es da immer so gibt. Ein Messer, damit kann ich was zu essen schneiden oder ich kann jemanden umbringen. Und genauso hier kann ich halt mit den Daten Schindluder treiben, aber wenn ich es nicht tue, habe ich halt Opportunitätskosten, die man wohl anscheinend in Milliarden ausdrücken kann, nämlich den Betrug. Oder vielleicht eben auch nur Fehler bei der Abrechnung oder Gestaltungsmöglichkeiten bei der Abrechnung. Entschuldigung. Was aber auch geht, und das habe ich jetzt, ich habe einfach gegoogelt, das war der erste Treffer. Also hier eine Firma, die ich nicht kenne, rühmt sich in der Pressemitteilung, dass sie also drei Krankenkassen, die ich jetzt hier nicht namentlich nenne, aber wenn ihr googelt, ne, dann gut. Identifizierung von kündigungsgefährdeten Mitgliedern. Also wer ist demnächst, so geht es nun weiter aus dem Text hervor, wenn ich ihn richtig verstanden habe, wer ist kurz davor, die Mitgliedschaft in der jeweiligen Krankenkasse zu kündigen und zu wechseln? Statistische Merkmale, ja, wie auch immer relevant die sind. Ich mache das professionell sozusagen als Hauptberuf und da bin ich immer sehr skeptisch, ob diese schönen Vorhersagedinge auch wirklich so gut funktionieren, denn Machine Learning ist halt auch noch nicht komplett geklärt. Naja, gut, auf jeden Fall behaupten Sie, Sie könnten das. Und was sie halt gemacht haben, ist, also die haben offenbar diese Daten, weil sonst können sie sie nämlich nicht, wie ein zweiter dann klar wird, mit Mikrogeografie-Daten vereinigen. Ne? Also sprich Kartendaten, wo wohnen die Leute, in welcher Umgebung wohnen die so, ich weiß nicht, wie weit das geht eben aus dieser Pressemitteilung nicht hervor. Und da sehen wir aber auf jeden Fall schon, dass von vor 5 Jahren die Leute hier kräftig mit den Daten rumgespielt haben. Und ob die Identifizierung kündigungsgefährdeter Mitglieder ehrlich gesagt, jetzt unbedingt zu dieser im Sozialgesetzbuch festgehaltenen Planung im Sozialleistungsbereich gehört, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich die Interpretation. Hier geht es natürlich jetzt noch nicht um die Krankendaten, ne? Das ist auch klar.
Aber es geht natürlich um die Tatsache allein, dass jemand in der bei welcher Krankenkasse auch immer ist, und natürlich um eventuelle Nebendaten. Gut, also wir haben auf der einen Seite eine IT-Infrastruktur, die entwickelt sich, die lässt halt automatisiertes und Large-Scale-Data-Mining zu. Das wird auch kräftig schon gemacht, aus verschiedenen Gründen. Ist auch in Ordnung, teilweise muss man halt genau drauf schauen und kontrollieren. Spannend wird es, wenn man dann das tut, was ich mal versucht habe, was ich mir mal überlegt habe, von der Krankenkasse in die private Krankenversicherung zu wechseln. Ich habe es dann gelassen, weil keiner von denen, also diesen Versicherungsvertretern, kann einem wirklich erklären, was sie einem für ein Produkt da verkaufen, weil wenn man dann mal dreimal nachfragt über Abzinsungseffekte von Spareinlagen und so, dann kriegen die große Augen und wundern sich immer, über was man da so redet. Die wissen nämlich Shit darüber, was Zinsen und Finanzmathematik ist. Das ist das Problem. Aber wenn man es tun möchte und wechselt, dann muss man so einen Aufnahmeantrag ausfüllen. Und dann muss man über Jahre angeben, was man so alles hatte und was man nicht hatte. Klar, die wollen ihr Risiko minimieren, ne? Die wollen halt, ist ja Vertragsfreiheit, die wollen nicht notwendigerweise jemanden nehmen, der den Kopf schon unterm Arm trägt und gleich umkippt, insbesondere dann, wenn da noch eine Todesfallversicherung gleich mit drin ist. Aber ich habe das einfach mal jetzt hier aus dem Antrag rauskopiert. Mir ist bekannt, dass der Versicherer Angaben über meinen Gesundheitszustand, bla 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 bla, zur Beurteilung der Risiken überprüft. Zu diesem Zweck befreie ich Ärzte, Zahnärzte, bla bla bla. Also genau diese Gruppe, die da in dem Strafgesetzbuch, ne, 203 war es, glaube ich, Paragraph 203, erwähnt wurden, exakt diese Gruppe befreie ich eben von ihrer Schweigepflicht. Also das heißt, in dem Moment, und das stand ja auch in den anderen ganzen Rechtsvorschriften, ne, ich kann sie halt davon befreien und dann dürfen sie darüber reden. Das tue ich damit. Interessanterweise eben auch Angehörige von Krankenanstalten, okay, und von Gesundheitsämtern. Ich glaube, Letzteres ist induziert dadurch, dass halt viele, oder fast alle Beamten Mitglied in der privaten Krankenversicherung sind und natürlich die Gesundheitsämter eine Gesundheitsprüfung vor Eintritt in den Beamtenstatus durchführen. Ist aber Spekulation. Ist eine Pauschalbefreiung überhaupt gültig? Denn eigentlich muss ich jeden Arzt explizit einzeln befreien. Ich bin kein Jurist, darauf kann ich keine Antwort, aber ich befreie Ärzte, Zahnärzte und so weiter, auch über meinen Tod hinaus. Es ist natürlich so, man soll, stand auch noch im Kleingedruckten, eine Liste angeben von allen Ärzten, bei denen man war. Insofern würde man implizit offenbar die dann davon befreien. Das ist jetzt Spekulation, ich bin wie gesagt kein Jurist. Und jetzt ist es natürlich so, wenn man sagt, das mache ich aber nicht, dann sagen die, machen wir auch mit dir keinen Vertrag, weil es ja Vertragsfreiheit, ne? Haben sie auch das Recht zu. Gut, also faktisch, man muss es tun oder man kriegt die Versicherung nicht. Gut, ist so, ne? Also kann man sich darauf einlassen oder nicht, muss man sich wieder abschätzen, was einem wichtiger ist. Die Kenntnis um all diese Daten oder nicht. Und wie gesagt, die gehen dann an die Krankenversicherung. Die sind dann ja nicht mehr bei irgendeinem anderen behandelnden Arzt, wo sie weitergegeben werden, sondern eben bei der neuen Krankenversicherung. Ja, und dann gibt es noch einen ganz interessanten Effekt. Jetzt sind natürlich alle kräftig am Outsourcen, ne? Wollen Kosten senken und da sind natürlich auch viele Leute unterwegs, die Ärzten einreden, dass es total effizient ist, wenn man outsourced und irgendwie rummacht, ne? Wir kennen das ja aus beliebig vielen Bereichen. Und ganz vorne dabei sind natürlich immer Unternehmen, die so an der Schnittstelle zwischen BWL und Informatik rumarbeiten, ja, weil so diese ganzen Argumente über wie toll das alles günstig wird. Naja. Und die betriebswirtschaftliche Seite von so einer Arztpraxis kann man sich auch mal anschauen. Und es kommt wieder ein Döneken. Wenn man mal zum Zahnarzt geht, ne, dann ist nämlich jetzt wieder diese Vertragsfreiheitsgeschichte, dann wird man erstmal aufgefordert, so ein Formular auszufüllen. Ich habe hier ein paar schwarze Kästen eingefügt, weil ich die Identität dieses Dienstleisters noch nicht bekannt geben möchte. Ich habe da noch ein paar Fragen und ein paar Diskussionspunkte. Aber jedenfalls, wenn man das ausgefüllt hat, dann, ne, hat man die Freude oder was auch immer. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der größere Schmerz war an diesem Tag. Jedenfalls habe ich mir halt erlaubt, ich habe mir halt erlaubt, ganz unten drunter hier steht noch so eine kleine Regelung, dass man halt nichts ändern darf. Das ist interessant, weil sie wollen die Vertragsfreiheit, aber ich darf ihnen kein Gegenangebot machen. Also sehe ich ein bisschen anders. Ich habe das nämlich einfach mal getan, weil ich habe nämlich ein paar Stellen gestrichen, zu denen komme ich gleich. Also hier interessanterweise nicht in der Einverständniserklärung, sondern sozusagen in der Präambel steht, selbstverständlich ist die blablabla GmbH AG blablabla unter anderem gemäß Bundesdatenschutzgesetz zur Verschwiegenheit verpflichtet.
Ja, aber eben nach dem Bundesdatenschutzgesetz und nicht mehr nach Sozialgesetzbuch. Also ist mir nicht so ganz, ne? Ist schon komisch. Und dann lese ich eben auf deren Webseite, das mache ich jetzt schnell, damit er sie nicht googelt, die führen das also zusammen und bieten den Ärzten das an als Werbeargument. In welchen Stadtteilen und Regionen den stärksten Umsatz macht, wo liegen die kaufkraftstärksten Gebiete, an welchen Gebieten wohnen bisher nur wenige Patienten, sprich, wo soll ich demnächst die Flyer hin tun, ne, wenn sie eine Macke im Zahn haben, kommen sie zu mir. Und dann gibt es unten drunter noch was, und das ist jetzt wieder dieses Reidentifizierungsproblem. Unser Praxisbenchmarking ermöglicht Ihnen, die Performance Ihrer Praxis mit anderen Medizinern zu vergleichen, bla bla. Sie erfahren mehr über Ihre Patienten und Ihre Praxis, bla bla bla. Also hier werden offenbar dann diese Daten eben nicht nur zu Abrechnungszwecken, weil darum ging es in dieser Präambel hier, weil da stand nämlich auch noch, ne, damit sich Ihr Arzt und Sie sich ausschließlich auf Ihre Gesundheitsversorgung konzentrieren können, haben wir dieses blöde Geldproblem für Sie übernommen. Ne? Also hier wird suggeriert, es geht im Wesentlichen um die Abrechnung, aber den Ärzten bietet man dann halt nochmal höherwertige Dienstleistungen auf Basis der Daten an. Gut, es sind natürlich die Daten, die der Arzt eigentlich auch erhoben hat, ne? Aber die lagern natürlich nicht mehr bei ihm, ne? Das ist auch klar. In den Dingen steht dann drin, dass man zustimmt der Übermittlung der zum Zwecke der Abrechnung und geltendmachenden Forderungen erforderlichen Informationen. Also ne, ich habe Zusatzleistungen, da irgendwie eine besondere Füllung, kostet ein paar hundert Euro, bla bla bla. Insbesondere von Daten aus der Patientendatei. Und jetzt kommt halt Name, Adresse, Geburtsdatum, das sind die Pünktchen. Ja, da habe ich jetzt irgendwie kein Quarrel mit, weil ich meine, ich bestelle auch bei Amazon, die wissen meine Adresse auch. Ja, und wenn ich irgendwem Geld schulde, kann er auch meine Adresse wissen und meinetwegen auch noch mein Geburtsdatum. Was ich immer noch nicht verstanden habe, ist, warum ein privater Dienstleister, der angeblich nur Forderungsmanagement macht, die Diagnose, die Leistungsziffern, also die sind aus diesem Leistungskatalog, und damit eben Therapieabkürzung, die Behandlungsdaten und Verläufe wissen möchte. Also um eine Forderung einzutreiben, ich schulde dem 138,97 Euro, braucht der, finde ich, und das ist eben jetzt Datensparsamkeit, das steht im Bundesdatenschutzgesetz, auf das Sie ja verpflichtet sind, wäre eigentlich logisch zu sagen, nee, das braucht er dafür nicht. Und der Grundsatz der Datensparsamkeit sagt euch, das braucht ihr auch nicht übermitteln und schon gar nicht eine Freigabe zur Weiterreichung haben. Naja. Ich entbinde meinen behandelnden Arzt und, oh sorry, Tippfehler, und seine Vertretung von der ärztlichen Schweigepflicht, soweit dies für die Abrechnung und so weiter. Also auch hier wieder, ne, ich entbinde ihn freiwillig von der Schweigepflicht. Problem ist, wenn ich das nicht tue, ne, kriege ich eventuell dann auch nicht die Versorgung, die ich gerne hätte. Er ist natürlich verpflichtet, irgendwie diese grundlegenden Sachen zu machen, aber wenn ich halt eine etwas längere, haltbare Füllung haben möchte oder so, ne? Dann kann er sagen, hier unterschreiben, dann sage ich, will ich nicht, dann sagt er, ja, gehen Sie. Schlimmstenfalls. Ne? Also hier wird man faktisch gezwungen, was zu machen, was man nicht will. Übrigens, das Dicke hier habe ich durchgestrichen und das hat jetzt zu interessanten Reaktionen geführt. So, dann habe ich halt eine Rechnung auch bekommen. Also ich habe es durchgestrichen, aber ich habe eine Rechnung bekommen. Das sieht man jetzt nicht, ist auch egal, Zahnproblem. Ne? Und hier stehen halt tatsächlich die Einzelposten drauf. Erik, wir können auch beim Club Marze darüber reden. Gut, also zu Privatgesprächen bin ich übrigens jederzeit bereit. Nur nicht vor laufender Kamera. Jedenfalls stehen da die Posten drauf. Da habe ich mich dann schon gewundert, ne? Weil dem habe ich nämlich explizit nicht zugestimmt. Ich habe es gestrichen und ich habe dem Arzt ja ein Angebot gemacht. Und naja. Vorne stand halt in schwarz diese Rechnungsposten drauf. Auf der Rückseite, und ihr könnt es nicht sehen, nehme ich an, ne? Da stand, also ganz unten steht noch, bitte beachten Sie die Datenschutzrück- oder so ähnliche Hinweise auf der Rückseite. Das ist die Rückseite, ohne das schwarze Kästchen, weil da ist das Logo des besagten Unternehmens drauf. Ihr könnt es nicht lesen, ne? Kann ich euch sagen, warum. Ist nämlich hellgrau-blau irgendwie gemacht. Es ist mindestens 8- oder 10-Punkt-Schrift, aber doch so. Ich gehe davon aus, dass wenn man sie fragt, warum das so ist, dass sie zum, ich bin fest davon überzeugt, dass sie sagen werden, aus ökologischen Gründen, um irgendwie Tinte zu sparen oder weil es durchschimmert und man dann die Vorderseite nicht so gut lesen kann. Also ich bin fest davon überzeugt, dass sie eine sehr plausible Erklärung dafür haben. Ich habe mal einen Spaß gemacht, habe mal GIMP genommen und eine Farbanalyse gemacht. Also wenn es um die Finanzdaten geht, also das ist Helligkeit und das ist Wahrscheinlichkeit, ob ein Punkt die Helligkeit hat. Also wenn es um die Kohle geht, dann ist das gesamte Spektrum mehr oder minder drin. Wenn es um den Datenschutzerklärung geht, also hier ist hell, ja.
Also sagen wir so, man könnte, also wenn man beim Thema Optimieren ist, man könnte den Kontrast ein bisschen optimieren. Kleiner Vorschlag für die Zukunft. Naja. In Braille, ja, eine Braille-Schrift, ja. Oder nur. Das ist ja noch. Dann noch ein anderes Beispiel. Ich sammle die Dinger mittlerweile. Ja, also das ist jetzt nicht mein Ding gewesen. Also ich bin da nicht behandelt worden. Ich sammle die jetzt auch von anderen Leuten. Ich betone übrigens, ich halte mich an den Datenschutz. Ne? Ich habe Adressen, Nummern und so alle gestrichen. Auch das Logo dieses Unternehmens rausgenommen. Interessanterweise, also dieses Unternehmen hier, mit dem ich zu tun hatte und habe, weil da komme ich gleich noch zu, die haben immerhin diesen Datenschutzhinweis drauf. Man kann ihn lesen. Also man kann ihn lesen. Ich habe das Licht einschalten müssen, aber ich habe es lesen können. Die haben gleich ganz drauf verzichtet. Gerüchtenweise hat man eben in der Praxis der Person, die mir dieses Ding überlassen hat, halt irgendwie so einen Zettel, hier unterschreiben Sie doch bitte, weil wir müssen von Ihnen ja noch das Geld einziehen. Ob da ein Datenschutzhinweis drauf stand, ist in Vergessenheit geraten, respektive nicht ganz klar. Nichtsdestotrotz hat dieses Unternehmen darauf verzichtet, sozusagen nochmal im Nachgang darauf hinzuweisen, dass da auch Auskunftsrechte und so weiter dahinter liegen. Und da frage ich mich dann schon, ob diese Branche Standards hat, also wohlgemerkt Standards im Sinne von Niveau oder ein Anspruch an sich selbst. Ne? Denn Forderungsmanagement, wenn es nicht ganz legal ist, ne, hat es viel mit Knien zu tun. Und ja, das sind offenbar manchmal sehr interessante Unternehmen. Wer noch welche hat, ne? Ich bin schon kurz davor, noch einen Lightning-Talk zu halten, ob man nicht eine Datenbank aufbaut, wiederum von diesen Dienstleistern und eine Übersicht schafft. Gut, jedenfalls habe ich mir dann gedacht, na gut, ne, dann machen wir doch mal. Nachdem ich diese Rechnung bekommen habe, dann ging noch ein bisschen Zeit ins Land, weil ich habe ja auch genug anderes zu tun. Und ich habe halt gefragt, naja, also nach dem üblichen Dings, welche Daten habt ihr, woher kamen die, wohin sind die gegangen, zu welchem Zweck wurden die erhoben? Ich habe widersprochen, dass die für Werbung, Markt, Forschung, blub eingesetzt werden. Ich habe eine Erklärung verlangt, wie das zum Widerspruch der Widerspruch soll das heißen, sorry, der Datensparsamkeit eigentlich im Einklang steht, ihre Annahme, dass ich die Verläufe der Behandlung und so weiter da auch noch übermitteln soll. Ich, und Sie haben die Daten ja, ne? Das haben Sie mir ja bewiesen schriftlich. Und dann gibt es noch im Bundesdatenschutzgesetz eben auch noch eine besondere Vorschrift, dass eben auch nur ärztliches Personal, ob Sie eigentlich einen Arzt da eingestellt haben oder also wie Sie das gewährleisten, dass nur ärztliches Personal mit dieser Datenverarbeitung vertraut wird, betraut wird. Und ich würde noch gerne, hätte ich gern noch gewusst, weil wir sind ja jetzt im, wir reden ja wieder vom IT-Industrie, also vom Bullshit-Business, ne, was eigentlich mit Cloud ist und Software as a Services und all diesem anderen Müll. Und wie das eigentlich geregelt ist, wie Sie das gemacht haben, über einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung, ob es da irgendwie andere Länder involviert sind und ob die sich dann auf das Safe-Harbor-Abkommen berufen, weil ne, der nächste IT-Dienstleister um die Ecke, der stellt seine Server ja meistens nicht in Deutschland auf. Das weiß ich aber alles nicht und deswegen wollte ich das dann gerne wissen. Den Brief habe ich geschrieben und dann habe ich ihn weggeschickt. Dann war ich sehr gespannt. Und dann ist es Weihnachten, ne? Es weihnachtet sehr und da war die Antwort da. Und das ist ungefähr das Resultat, also meiner Meinung nach. Sie sind nicht darauf eingegangen, welche Daten, wann, woher und für welchen Zweck erhoben wurden. Sie haben mir nicht erklärt, warum Sie diese nicht abrechnungsrelevanten Daten aus meiner Sicht überhaupt brauchen. Sie haben mir nichts das mit den Ärzten erzählt und sie haben mir schon mal gar nicht erzählt, was mit Cloud und unterbeauftragten IT-Dienstleistern und bla 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 eigentlich ist. Nix. Das Einzige, was sie vielleicht gemacht haben, ist den Widerspruch zur Werbung und Marktmeinungsforschung implizit beantwortet, weil sie haben mir geschrieben, dass sie alle meine Daten gelöscht haben, solange es nicht zwei Paragraphen im Handelsgesetzbuch widersprechen würde, weil sie sind natürlich... Sie müssen Rechnungslegung machen und daraus könnte man jetzt implizit entnehmen, dass wenn Sie sie schon löschen oder die, die nach Handelsgesetzbuch vorgehalten werden müssen, und das sind bestimmt nicht meine Krankendaten, dass die zumindest gesperrt werden. Also daraus kann ich jetzt implizit entnehmen, dass zumindest die Werbung und Meinungsforschung und Plan nicht mehr da ist. Das andere haben Sie mir allerdings nicht beantwortet.
sondern haben sich, wie ich finde, clever verhalten. Sehr clever, war ein schöner Brief, handschriftlich unterschrieben von zwei Leuten, LLM als Degree, Rechtsanwalt oder RA, Rechtsanwalt reicht ja heute nicht mehr. Wir sind ja heute alle total modern und haben dann LLMs und so. Wie gesagt, sie haben mir nur leider die Fragen nicht beantwortet und haben allerdings es so gedreht, als wenn es der Arzt dumm dasteht. Da werde ich natürlich nochmal nachfragen. Denn wenn die den wirklich sozusagen zum Trocknen haben draußen hängen lassen, dann war es ziemlich dumm von ihm, dieses Unternehmen zu beauftragen. Ne? Weil die haben ihn nämlich dann gerade so richtig, ich weiß es nicht, wir werden es sehen, das wird jetzt kommen. Ich habe aber eine Nebenbemerkung an, sollten Ärzte hier sein und oder zuhören, warum man sowas niemals tun sollte. Erstmal hat sich ja wahrscheinlich jetzt erwiesen, dass man von denen im Zweifelsfall dann hängen gelassen wird. Aber spannender ist noch, es gibt Open Data, ja, also man soll es nicht glauben. Beim Bund gibt es tatsächlich, GBE habe ich vergessen, Gesundheitsbranchen, irgendwas. Also die veröffentlichen viele Zahlen, Statistiken über die Gesundheitsbranche, nicht immer regelmäßig, 2003, 2007. Aber es gibt ein bisschen Open Data zum Bereich. Und wenn ich jetzt einfach mal als nicht variable Kosten all das definiere, was ich als Arzt nicht innerhalb von einem Monat loswerden kann, Praxisräume, Mitarbeiter, bla bla bla, ne, dann komme ich bei einer durchschnittlichen Arztpraxis in Deutschland auf Kosten von so ungefähr 11.000 Euro im Monat. Das ist eine stattliche Summe. Ne? Ich habe das noch mal ein bisschen weiter zusammengerechnet, meine Nebenbemerkung abzuschließen. Also Einnahmen ungefähr 24.000, ne? Ausgaben nur die nicht variabel, also die Unterbeauftragung und all sowas kommt noch dazu. Ne? Nicht, dass er jetzt denkt, die sind alle steinreich, denen geht sicherlich nicht schlecht, aber naja. Jedenfalls Nicht-Kasseneinnahmen, das sind wahrscheinlich die da abgerechnet werden drüber, das sind nämlich die privaten und Zusatzleistungen und so, sind 7.000 Euro. Das sind von diesen Einnahmen ein erkläglicher Batzen. Ne? Und das heißt, wenn die alle wegfallen, weil nämlich zum Beispiel dieser Dienstleister mal eben den Vertrag kündigt oder einfach eine Scheiße baut oder sich nicht dran hält oder was auch immer, na, dann hat man auf einmal nicht mehr 24.000, sondern hat man in dem Monat auf einmal nur noch 17.000. Und davon gehen 11 weg, dann ist man nur noch bei 6. So, und das sind ja nur die nicht variablen Kosten gewesen. Also 6 ist eine obere Schranke dessen, was der Arzt dann noch hat. Nach Steuern, selber Vorsorge, ne, keine Ahnung, sagen wir mal 3,5. Und davon muss noch weiter das Pferd, die Yacht und die Ex-Frau bezahlt werden. Ja, das ist echt schlimm. Ne? Also der kann richtig in Trouble kommen, weil der verlässt sich nämlich jetzt auf jemanden, der ihm vielleicht dann auch hängen lässt. Der hat nämlich gerade eine ganz, ganz kritische Kompetenz. Ne? Nicht das, was man tun muss für die Abrechnung, für den Liquiditätsfluss seiner Praxis an jemanden outgesourced. Und das ist ein richtig strategisches Problem. Jetzt machen wir noch ein bisschen BWL. Da gibt es ein schönes Bild von Herrn Porter aus den 70ern. Es gibt sozusagen nach ihm 5 Kräfte, die den Wettbewerb machen. Ne? Und ein Arzt hat das gerade exakt nicht verstanden. Weil die leben im Paradies oder haben im Paradies gelebt, bevor sie auf so eine dumme Idee gekommen sind, diese kritische Kompetenz wegzugeben. Threat of substitute products? Come on, ich meine, man kann irgendwie zum Gesundbeta gehen, aber anders als zum Arzt realistischerweise, nee. Die Competition ist meinem Eindruck nach auch eher, naja, Threat of new entrants? Nee, ne? Kann man absehen. Dann gibt es Kassenzulassungen, die sind auch begrenzt, ne? Also toll, ne? Markteintrittsbarriere, super. Bargain Power of Customers? Ich habe da ein Loch, ich will da unbedingt was rein. Da fange ich nicht an, noch mit dem zu verhandeln, realistischerweise. Ne? Und dass die Krankenkassen, ich weiß nicht, da wird immer viel gejammert, aber auf der anderen Seite, ich meine, da bleiben schon noch ein paar tausend Euro übrig. Also so schwer, so heftig kann das hier nicht sein, dass die alle bankrott gehen. Und das Einzige, was sie gerade aus der Hand gegeben haben, ne, Bargain Power of Suppliers, nämlich jetzt auf einmal Suppliers, was früher mal In-House war, nämlich die Sprechstundenhilfe, die Abrechnung gemacht hat, ne, ist jetzt auf einmal Out-House oder Außer-House. Und ja, ne, die haben sich gerade in so ein richtig strategisches Problem geritten mit der dummen Idee, das outzusourcen. Alles andere würde ich outsourcen, aber bestimmt nicht, woher ich meinen Cash kriege. Naja, ich bin gespannt, wie sich die Sache weiterentwickelt. Er wird ein Problem kriegen. So oder so. Gut, das war jetzt sozusagen Stand der Sache. Es ging auch um Geld und all sowas. Langweilig. Jetzt kommen wir zum ganz Spannenden. Jetzt kommen wir nämlich zur Bioinformatik und sowas. Denn jetzt gibt es personalisierte Medizin. Und das ist die Folie, mit der ein Kollege und ich eigentlich unser Projekt immer groß vorgestellt haben. Das Problem ist, die Gentechnik, Genetik, Humangenetik und all diese ganzen Life Sciences sind viel besser als IT.
wenn es um Effizienz geht, weil ihr kennt Moore's Law, ne? Also dass die Prozessorgeschwindigkeit da exponentiell und so. Das Problem ist, zumindest beim Thema Sequenzierung von Genomen und allem anderen Zeugs, ist das super exponentiell. Egal in welcher Größe, ob man das in Dollar, ne, dann wird es immer billiger, und zwar super exponentiell, es geht immer schneller, es wird immer präziser und alles. Und diese Folie haben wir noch immer fromm gezeigt und wir haben immer gesagt, ja, das wird ein großes Problem, weil wenn man dann ein ganzes menschliches Genom für $1,000 sequenzieren kann, strike that, wir sind derzeit bei $200. Also für $200 und die Daten verändern sich nicht, ne, weil solange ihr lebt, kann man am Anfang bei der Geburt, ne, zack, einmal machen und dann hat man die Daten für immer. Ihr erinnert euch, vor 10 Jahren oder wann das war, noch unter Bill Clinton, da gab es das Human Genome Project, das ist dann groß gefeiert worden, da hat er, glaube ich, auch irgendwelchen Leuten die Hände geschüttelt für, und da hat dasselbe Problem zu lösen, hat ungefähr 1 Milliarde gekostet. Ja. Und hat Jahre gedauert. Heute dauert das, also, naja, so nicht, aber ne, ein Tag und wir sind durch. Das Problem hierbei ist, dass ich natürlich, wenn ich eine aktuelle Erkrankung habe oder einen Unfall, ja, das sind schon relevante Daten, aber das kann sich auch wieder einstellen. Ne? Ich kann vielleicht irgendwie den Schnupfen überwinden, ne? Das gebrochene Bein. Irgendwann verschwindet das sozusagen in der Vergangenheit. Und entsprechend ist ja eben auch zum Beispiel beim Übertritt in die private Krankenversicherung nur die Frage nach den Erkrankungen der letzten 5 oder 10 Jahre oder so, weil danach, naja, komm. Ne? Das wird alles irgendwann, verschwindet das im Nebel der Vergangenheit. Aber, wenn man genau darüber nachdenkt, ist diese Genomgeschichte der absolute Albtraum für den Datenschutz. Weil nicht nur sind die Daten konstant und die sind nicht nur konstant wichtig, sondern mit jedem Fortschritt, den meine Kollegen und ich so machen im Bereich der Bioinformatik, ja, kriegen wir neue Auswertmöglichkeiten. Das heißt, das Datum bleibt fixiert und exakt an eine Person gebunden. Aber das, was ich daraus auslesen kann, wird immer mehr über die Zeit. Es wird immer, immer mehr und immer, immer besser. Und natürlich gibt es immer mehr Korrelate zu anderen Dingen, gerade zu diesen physiologischen Sachen und zu den Krankheitsmerkmalen. Und das ist ein Riesenalbtraum. Vor ein paar Wochen war ich auf dem Europäischen Biobankenkongress. Viele haben da relative große Kopfschmerzen. Und da geht es nicht mal notwendigerweise um humanes Material, sondern das hat natürlich auch eine Intellectual Property Komponente und so weiter. Also Bottomline, Riesenproblem. Und es gibt mehrere Firmen, 23andMe, die bieten das schon an. Da geht es noch nicht um das ganze Genom, aber doch schon um ziemlich viel. Google hält es wieder kaputt. Gut, aber es gibt halt insbesondere in den USA halt schon sehr viel, aber auch in Deutschland gibt es natürlich Humangenetikfirmen, die das auch schon mehr oder minder large scale betreiben. Und die ganze Presse, so schnell können die Journalisten eigentlich gar nicht schreiben, wie sich in Life Sciences derzeit was tut. Und wie gesagt, ein Riesenalbtraum. Aber das ist war unsere Folie, mit der wir das immer diskutiert haben, warum das ein wichtiges Problem ist. Das hätte man noch alles sozusagen unter so einem traditionellen Blickpunkt irgendwie machen können. Da habe ich den Arzt, der geht irgendwie mit diesem Humanmaterial um, insbesondere hat er irgendwie die Sequenz. Und hier habe ich irgendwie so einen Nerd, ihr seht, ne, der sieht so aus wie ihr alle. Lange Haare, schwarzes T-Shirt. Der macht da mit den Daten halt irgendwas. Ne? Und naja. Und was ist natürlich das traditionelle Attack-Modell? Da gibt es irgendeinen Typ, der hört das ab. Ne, weil die haben natürlich einen Vertrag und der vertraut dem Knilch und überhaupt. Und naja, so, du kannst dem Kanal nicht trauen. Ne? Das ist immer eine Frage von Trust und hier trauen wir jetzt halt dem Kanal nicht. Gut, das kann ich einfach ne, lösen, indem ich die Daten verschlüssel. Ich übertrage sie verschlüsselt, dann kann der nichts mehr sehen und der kann dies entschlüsseln und irgendwelche Sachen damit tun. Und ich kann natürlich Daten speichern und die hinterher wieder abrufen. Toll. Ne? Das ist allerdings nur unter den gesetzlichen Rahmenbedingungen natürlich auch sehr schwer einzuhalten, weil jetzt passiert natürlich noch was. Und das habe ich mit allein das Logo ist schon so geil. Yahoo verkauft in Japan Gentests. Also im Wesentlichen scheint es sich wohl mehr um Marketing zu handeln dafür, als dass sie da wirklich was machen. Aber da ist natürlich das Thema Vorwärtsintegration gleich eingebaut, ne? Weil Yahoo ist auch nicht mehr Google, aber immerhin, ich meine, das ist eine Information Company irgendwie, die werden sicherlich auch irgendwann mal in die Richtung der Speicherung, Auswertung, wie auch immer, der Daten gehen wollen. Und deswegen ist dieses Attack-Modell jetzt auch irgendwie Quatsch, ne? Weil wir haben nämlich jetzt Markteilnehmer oder Dienstleister, die aus einer ganz anderen Richtung kommen. Nämlich Datenfirmen, wenn ich es mal so sagen will. Ne? Denn wir haben ja jetzt die schöne Cloud, ne? Das Buzzword des Jahrzehnts.
Und dieses nebulöse Objekt namens Cloud bereitet uns natürlich ganz neue Attack-Modelle. Weil eigentlich kann ich jetzt noch nicht mal weder dem Kanal trauen, noch dem Knilch, der die Daten bereithält oder die Daten auswertet oder mit den Daten irgendwas tut für mich. Sprich, als Arzt, ne, habe ich zwar irgendwie diese Daten oder als Biobank oder als wer auch immer, aber eigentlich möchte ich die nicht in der Cloud in Plaintext haben, dann habe ich nämlich ein Problem. Und ja, da gibt es eine schöne Lösung für, die wollte ich nämlich noch diskutieren, abseits aller möglichen Regelungen und so, die wir da halt haben in Gesetzen, die halt auch nur so lange tragen, wie die Vertragsfreiheit genutzt wird und mir dann doch irgendwie aufnötigt, dem zuzustimmen. Ich kann von Anfang an einfach garantieren, dass ein Dienstleister, das ist für den nicht so schön, weil mit solchen Daten kann er nicht so viel anfangen wie mit diesen Daten. Ne? Also der Dienstleister wird vielleicht um eine Geschäftsgelegenheit beraubt, aber sowohl für den Arzt als auch für die Biobank, als auch für den Patienten, als auch für alle anderen halbwegs Unbeteiligten sozusagen an der Auswertung, ist das toll, wenn man sogenannte Secure Computations macht, dann hat man nämlich Privacy by Design. Sprich, solange es ordentlich implementiert ist, other big issue, I know, solange es ordentlich implementiert ist, ne, ist es garantiert, dass halt, solange die Primzahlen und, ne, und so weiter, diese ganzen Krypto-Sachen nicht geknackt sind, ne, dass das halt nicht ihm ermöglicht, irgendwelchen Schindluder mit diesen Daten zu treiben. Und wie funktioniert das? Na, das ist halt so, dass mehrere Leute tatsächlich eine Funktion auswerten, aber mit den verschlüsselten Daten. Das heißt, sie brauchen nur das Chiffratwissen und nicht die Originaldaten. Also Beispiel, ups, jetzt muss ich mich beeilen. Beispiel, ich habe Daten A und B und will euch nutzen, als Dienstleister die Addition auszuführen und ihr sollt mir das Ergebnis C zurückliefern. Was man mit dieser Secure Computation machen kann, ist, ich verschlüssel A, ich verschlüssel B, ich gebe euch die verschlüsselten A und B, ihr rechnet damit und gebt mir das verschlüsselte C wieder. Ich habe euch also gerade degradiert zu völligen Dummies, die für mich einfach nur dumm addieren, aber ne, nur ich kenne die Rohdaten und nur ich kenne das Ergebnis, weil das Ergebnis ist mit meinem privaten Schlüssel verschlüsselt und dann kann ich es entschlüsseln und ihr wisst noch nicht mal, was ihr mir überhaupt ausgerechnet habt. Ne? Also ihr kennt noch nicht mal das Ergebnis. Und das ist gut für die Auswertung, gerade dieser genomischen Daten, denn wie sieht es derzeit aus? Derzeit werden Krankheiten mit sogenannten Biomarkern relativ einfach immer noch identifiziert. Das ist im Wesentlichen String Matching. Man schaut an Position so und so, ob da der Buchstabe blub ist. Das haben Leute mit der Secure Computation schon relativ früh gelöst. Das Problem ist, dass die richtigen Sachen der personalisierten Medizin erst da losgehen, wo man zum Beispiel individualisierte Therapie im Bereich, sagen wir mal, Krebs macht. Na, da guckt man sich das Genom an, dann kennt man den genomischen Hintergrund und daraufhin kann man die Therapie optimieren. Vielleicht erkennt man auch schon, dass das Medikament sowieso nicht wirkt. Ne? Dann nimmt man es nicht wegen der Nebenwirkung. Naja, jedenfalls ist das Ganze eben eine Systemkrankheit und eigentlich ist gerade Krebs eine Systemkrankheit. Und jedes Mal, also das sind alles die Proteine, die bei einer Krebsart involviert sind und ihre Interaktion. Ne? Und wenn jetzt hier irgendwas schief geht, da reicht es nicht nur mal eben ein String-Matching zu machen, da muss ich dieses Netzwerk verstehen. Das ist eine kompliziertere Entität als einfach nur der String des Genoms, weil aus dem Genom muss ich halt erstmal hier so ein Netzwerk verstehen. Und deswegen muss man halt sogenannte grafische Modelle eben aus dem Machine Learning und dem statistischen Modellierung nehmen. Und das sind eben nicht nur einfach bitbasierte Daten, also wie so diskrete Buchstaben in einem Alphabet, sondern kompliziertere Sachen wie Floats und so weiter. Und wenn man es aber dann tut, hat man sogenanntes Privacy by Design. Ich habe den Arzt, der verschlüsselt einfach die Teile des Genoms, das ganze Genom, kann die in die Cloud oder zu irgendeinem Dienstleister geben. Ne? Der ist jetzt kann werben damit, dass er stark ist und die Daten wirklich sinnvoll verarbeitet. Gibt das Ergebnis in einem schönen kleinen verschlossenen Umschlag, der eben entschlüsselt ist, schickt das an den Arzt zurück, der entschlüsselt ist und kann dem Patienten sagen, du hast es Gott sei Dank nicht. Ne? Aber der weiß überhaupt nicht, wer es ist, weil er kann ihn nicht reidentifizieren, denn jeder Arzt hat einen anderen privaten Schlüssel, da kann ich noch nicht mal was korrelieren, ne, wenn die Krypto gut ist. Und er weiß noch nicht mal das Ergebnis. Ne? Der kann noch nicht mal sagen, ob 90% der Anfragen bei ihm zu Krebsdiagnose positiv sind oder HIV oder schlag mich tot, was sonst noch. Ne? Jetzt wird mir die Zeit knapp. Ich erzähle noch ganz kurz, sogenannte Hidden Markov-Modelle haben wir einfach mal genommen. Das sind so die basalsten grafischen Modelle. Damit läuft das. Challenges hier sind einfach die Datenrepräsentation und die Technik, weil hier muss man mit probabilistischen Modellen rechnen. Die haben teilweise so Werte von 1 bis 10 hoch minus 200. Das ist halt sehr schwer, wenn man das ordentlich machen will.
Was man da tut, ist, man geht sozusagen in den logarithmischen Raum, nimmt die Originalzahl, transformiert die über eine Abbildung und da kann man dann rechnen. Jetzt muss ich wirklich ganz schnell werden, sorry. Interessanterweise wird Produktbildung ganz, ganz einfach. Das wird nämlich nur eine Multiplikation im Wesentlichen der Chiffrate. Addition hingegen wird schweineschwer. Da muss man Lookup-Tabellen transferieren. Das haben wir auch gelöst über faktisch eine Art Pseudorandom-Funktion und Lookup. So, jetzt ich mache voran. Wir können es effizient machen. Das ist einfach nur das, was ich euch noch zeigen wollte. Wir haben das Problem jetzt schon eigentlich gelöst, mehr oder minder technisch. Weil selbst auf einer nicht optimierten Implementierung auf einem PC, ne, wie er auch in einer Arztpraxis steht, kann ich relativ komplizierte Modelle tatsächlich in annehmbarer Zeit ausrechnen oder auswerten und lernen und überhaupt behandeln. Heißt, ne, selbst im Batchbetrieb über Nacht, ne, könnte eigentlich theoretisch zumindest jede Arztpraxis schön mit seinem Dienstleister nach wie vor oder natürlich mit einem Bioinformatiker oder wem auch immer reden und solche Auswertungen fahren, ohne irgendwelche Datenschutzimplikationen zu haben. Okay, also es funktioniert, das war eine Buttonline und Privacy by Design funktioniert im Rahmen der Secure Computation und dadurch könnte man auch Daten tatsächlich auslagern, solange die Krypto halt ordentlich taucht. Als Referenzen, die Folie schmeiße ich dann noch, wenn ich rankomme, in den Fahrplan, in die Übersicht. Sozusagen, wir haben, demnächst kommt ein Buch raus, von zwei Kollegen und mir. Da geht es unter anderem auch um Steuerdaten, ganz spannend. Ich sage nur CDs, die so aus südlichen Alpenländern hin und wieder irgendwo in Wuppertal oder Düsseldorf oder so auf der Straße liegen. Das ist nämlich ein sehr spannendes Thema. Das ist nämlich auch wieder so ein Dual-Use-Ding und so eine Abwägungsfrage, ne? Gerechtigkeit, Steuergerechtigkeit versus Datenschutz. Das wird da behandelt, aber eben auch Teile von dem, was ich behandelt habe. Da sind viel kompetentere Menschen als ich zu dem Thema aufgefahren. Insbesondere diverse Datenschutzbeauftragte von einigen Bundesländern und so, die haben da ihre Sachen geschrieben. Ganz spannende Sache zum Beispiel bei Kindern wird das nochmal viel schlimmer. Ne? Da gibt es eine Zustimmung von Eltern und natürlich auch eine Fürsorgepflicht des Staates, weil es gibt ja auch Eltern, die nicht so gut mit ihren Kindern umgehen und so weiter. Also das könnt ihr da hoffentlich im Februar nachlesen. Die Secure Party Computation haben wir in den drei Veröffentlichungen durch diskutiert und vorgestellt. Und wie gesagt, das würde ich reintun, könnte dann wahrscheinlich in 2-3 Tagen, wenn ich es heute nicht schaffe, in 2-3 Tagen euch anschauen und dann vielleicht ein bisschen nachvollziehen, dass das eine gute Idee wäre, sich ein bisschen mehr Gedanken abseits von Gesetzen und Regularien zu machen, sondern auch ein bisschen technisch was zu machen. Das ist nicht die Lösung für alles, weil die Abwägungsfragen wird die Technik nicht lösen, aber zumindest ein bisschen. Ja, und als letzte Folie, ne, weil wir jetzt zwischen den Feiertagen sind, wünsche ich euch noch a Merry Crisis and a Happy New Year. Angesichts der Eurokrise sicherlich ganz passend.